Und dann machen wir weiter, Ultimate Team. Ich wollte mal gerade mir hier meine Mannschaft angucken. Jetzt kriege ich hier Dream Squads gezeigt. Warum weiß ich nicht. Nutze Dream Squads als Planungswerkzeug. Jeder Profi in Ultimate Team hat eine Dream Squad-Version. Du kannst sie dir über die erweiterten Optionen des Suchmenüs in deine Mannschaft holen. Füge Dream Squad-Profis hinzu und sieh dir an, wie du deine Mannschaft verbessern kannst. Aber denk dran, diese Profis dienen lediglich zu Planungszwecken. Auf dem Markt finden. Auf dem Markt kannst du einen Dream Squad-Profi schnell durch das entsprechende Profi-Item ersetzen. Wähle dazu den Profi aus und gehe nach links. Um Homer Simpson zu zitieren, verstehe ich nicht. Ist aber auch, glaube ich, nicht so wichtig. Die Frau Bücher ist verletzt. Ich hatte doch letztes Mal einige Packs geöffnet. Da war aber auch, obwohl doch, da war ja ein Goldspieler drin, der Gocke. Den sollten wir dann natürlich auch aufstellen im zentralen Mittelfeld. Müssen wir jetzt hier die Frau Gräve rausnehmen? Ich fürchte ja. Gocke ist ein ZDM, aber das passt trotzdem ganz gut, denke ich. Dann kommt die Frau hier mal auf die Bank. Da war ja auch noch eine andere Frau, die ist aber auch nicht so gut, glaube ich, oder? Wen haben wir hier noch? Der gut ist, obwohl doch einige neue. Felix. Die Silberleute packe ich einfach mal. Was bedeutet, wie gesagt, das Blaue? Das sind irgendwelche Special-Spieler, oder? Aber die sind auch nicht besonders gut. RF. Dann haben wir hier noch einen silbernen Pellegrino. Auf irgendeiner meiner Problempositionen haben wir da noch wen? Warum hat der Grob so einen komischen Hintergrund? Hatte ich den Grob mit einem anderen Hintergrund nicht schon mal? Ich nehme jetzt einfach mal hier die silbernen, die besten. Aber auch mal ein paar andere Positionen. Okay, LV ist ja hier dieser Tingeltangel-Bob, der relativ schlecht ist. Der auch einen anderen Hintergrund bekommt. Auf jeden Fall habe ich jetzt diesen schwedischen LV-Innenverteidiger. Könnte ich noch einen gescheiten gebrauchen. Da habe ich ja den Pellegrino. Stelle ich den mal auf. Auf die Chemie muss ich natürlich auch achten. Aber ich gucke jetzt erstmal auf die Stärke der Spieler. So, Frau Dingenskirchen im Sturm ist angeschlagen. Aber ich glaube, sie kann trotzdem spielen und tut es dann auch einfach mal. Oder inwiefern ist sie da benachteiligt? Kann ich sie nicht heilen mit einem Item? Profi-Heilung. Ich lege meine heilende Hand auf sie auf. Ach, die muss man erst kaufen. Habe ich sowas nicht zum Heilen? Ich habe nichts zum Heilen. Egal, dann muss sie halt angeschlagen spielen. Das wird jetzt nicht so dramatisch sein. Obwohl. Habe ich denn keinen anderen Stürmer? Wann ist sie denn wieder fit? Ah, hier der Tashi, der ist ja Paderborner, Ex-Paderborner Jung, dann spielt der halt. Der ist zwar nur 63, aber ich möchte ihn trotzdem spielen lassen. Die Frau Kögel im Sturm, die kriegt das schon hin. Wo sehe ich denn jetzt die Chemie? Das war doch vorher übersichtlicher mit so Pfeilen. Diese Pfeile gibt es jetzt gar nicht mehr. Wurde das vereinfacht? Gelten nicht mehr nur die Beziehungen zwischen den benachbarten Spielern? Gilt jetzt die ganze Mannschaft oder was? Ich habe 2 von 3 Punkten für eine Deutschlandflagge. Ein Punkt. Ganz schnalle ich das noch nicht. 15 von 33 Chemie. 33 ist der Maximalwert. Es kommt scheinbar nicht mehr auf die, nicht nur auf die Nebenleute an. Anyway, wir spielen jetzt einfach mal und hoffen, dass wir uns irgendeine Belohnung verdienen. Mal hier bei Rivals weiter. Und vielleicht kriegen wir dann ein bisschen was Neues. Spiele Rivals, vielleicht kriegen wir jetzt auch mal einen schlagbaren Gegner. Nach dem dritten Spiel kriegt man bestimmt irgendwelche Belohnungen. So, wir sind bereit. Nein, ich möchte keine neue Mannschaft erstellen. Ich möchte mit der Mannschaft hier spielen. Ist das möglich? Ist das kompliziert? Ist das denn alles so unübersichtlich? Ja, so. Dream Squads. Ach, jetzt habe ich meine Mannschaft hier in einen Dream Squad verwandelt. Das soll aber kein Dream Squad sein. Wie mache ich das denn wieder weg? Ich unterbreche mal einmal kurz. Ich habe gerade mal recherchiert. Das Problem hatten wohl andere auch schon. Das ist wohl, weil ich Leute, die in meinem Kader standen, verkauft habe oder versquad-battled habe. Deswegen habe ich diesen Wood, glaube ich, gar nicht mehr. Und diesen Farouk, das sind, glaube ich, jetzt Dream Squad Leute, die entferne ich jetzt einfach mal hier komplett aus meiner Truppe und hoffe, dass sie dann wieder spielbar ist. Wir
merken, wir brauchen im Sturm ein Upgrade. Ich habe auch jetzt außer dem, was ich hier aufgezeichnet habe, es ist immer noch ein Dream Squad. Okay, ich pausiere nochmal kurz. Okay, jetzt scheint es zu gehen. Ich musste auch die Reserveleute wegnehmen, auch wenn ich das nicht verstehe, weil die saßen ja eigentlich nicht mehr auf der Bank. So, die Mannschaft ist spielberechtigt. Ja, ich brauche, obwohl ich, habe ich nicht noch einen besseren Torhüter? Als Stopp. Torhüter ändern. Der Torhüter muss noch geändert werden. Da habe ich doch. Muss ich doch auch irgendwen haben. Habe ich da nicht einen besseren Torhüter? Ja, den Young. Peng Peng würde ich ja auch gerne nehmen, aber so haben wir zumindest ein bisschen mehr Qualität. Chemie ist noch 11 von 33, auch wenn ich das ja noch nicht so ganz schnalle. Wir haben zumindest eine stärkere Truppe und hoffen jetzt mal auf den ersten Sieg und auf den ersten machbaren Gegner. Viele Spiele ich in diesem Part mache. Ich habe, wie gesagt, Ultimate Team außerhalb der Videos noch nicht gespielt. Das wird wahrscheinlich schwierig. Ich werde wahrscheinlich auch mal ein bisschen grinden müssen, ohne jetzt jeden Furz aufzuzeichnen. Willkommen zu diesem Spiel heute. Das kommt man, glaube ich, nicht von der Stelle. Berquito, Real Madrid Logo. Auch er hat eine deutlich stärkere Mannschaft. Das scheint Standard zu sein. Frau Alexandra Popp ist im Sturm. Auch er hat eine weibliche Offensive. Ist das so, dass die Frauen hauptsächlich vorne genutzt werden? Weil sie für die Abwehr zu klein sind, oder wie ist es? Auch hier bin ich der schlechtere, habe ich den schlechteren Kader, aber das muss ja nichts bedeuten. Wir haben uns ja zumindest ein bisschen verstärkt. Koman haben jetzt eigentlich nur noch bei Tashi vorne im Sturm. Ein Bronzespieler. Aber der ist halt Perquito, herzlich willkommen im Internet. So. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Baltimore. Auf jeden Fall spielt er auch mit einigen Frauen. Gucke, der ist neu, der ist stark. Und im Gegensatz zu Coman, kein Leihspieler. Coman jetzt hier. Den haben wir noch für 4 Spiele, also hier nach noch 3. Ah, Tashi, Tashi, Tashi. Ah, nicht schlecht. Ich habe ja auch, glaube ich, rausgefunden, wie man Schüsse anschneidet. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erstmal brauchen werde. Auf jeden Fall war das schon mal... Oh, was macht er denn hier? Die Einladung. Und die Dame nutzt es fast. Fast das 1-0. Ecke kommt lang. Ecke hat er ganz sicher. Keine große Gefahr. Müller kommt lang. Ja. Hertha BSC im Publikum. Auf den ersten Eindruck wirkt es doch so, als wäre das ein machbares Matchup. Auch wenn das jetzt natürlich schwer zu beurteilen ist. Ja, der Koke ist ein klasse Neuzugang. Ich hoffe, ich glaube, die haben mich hier vom Modus schon gecatcht, weil ich will jetzt eine bessere Mannschaft haben. Ich möchte grinden, möchte Packs öffnen, möchte aber kein Echtgeld ausgeben. Aber ich spiele ja auch die anderen Modi, wie ihr seht. Ich habe ja auch die normale Season mit dem SC Paderborn, also Online-Season, hochgeladen. Also schaut da auch mal rein. Volta werde ich morgen auch mal wieder weiterspielen. Ich muss mir jetzt gerade die Spielzeit ein bisschen einteilen, solange das die Preview ist. Und da ist fast das 1-0, aber auch nicht ganz. Ich versuche zu Ultimate Team jeden Tag ein Video zu machen. Und das muss natürlich Abschluss geben. Natürlich. Auch in den letzten Spielen habe ich ja oft das 0-0 gehalten, aber dann am Ende trotzdem verloren. Gucken, wie es diesmal läuft. Aber ich habe natürlich noch die schlechteren Spieler. Dann wird es schwierig. Aber krass, dass ich in jedem Spiel hier die schlechteren Spieler habe. Und warum spielt er denn da den Querpass? Den hätte er das 1-0 machen müssen. Glück für mich. Das Glück des Tüchtigen. So, jetzt hier Coman. Der macht Dampf. Einer meiner wenigen Goldspieler hier. Foul, jetzt schon gelb. Also ich bin hier auf jeden Fall nicht chancenlos. Ganz im Gegenteil. Genialis. Ah, Tashi und der... Boah! Geht fast rein. Auch mit einem Bronzespieler kann man treffen hier. Meine Damen und Herren. Ja, zwar in Paderborn der Tashi ja da nicht viel gerissen, aber ist in Kaiserslautern, glaube ich, ganz gut angekommen, wie es scheint. Anstoß 3 muss ich gleich auch noch aufnehmen, da müsst ihr natürlich auch mal reinschauen.
Aber wer auf diesem Kanal landet, der wird das wahrscheinlich kennen. So, ist das eine Dame hier, Frau Williamson? Ist ja der Gegner mit der höchsten Frauenquote hier. Noch habe ich das ja nicht ganz durchschaut, inwiefern die Frauen wirklich wettbewerbsfähig sind. Aber meine Dame da vorne, die trifft ja ganz gut. Ist aber auch so klein. Und warum passt der denn immer? Der hätte jetzt auch schießen können. Dass er so zögerlich ist. Hätte schon längst 1-0, 2-0 stehen müssen. Gut für mich. So, Tashi wird geschickt. Schneide ich den Schuss mal an. Jetzt weiß ich auch, wie das geht. Und der Keeper. Habe ich da jetzt keinen ganz großen Unterschied gesehen habe bei dem Schuss. Jetzt kommt die Ecke. Die Ecken sind immer schlecht bei mir. Meistens zumindest. Ich habe auch schon mal Tore nach Eckbällen geschossen. Das kann ich bei Freistößen nicht behaupten. Also im Vorgänger, zumindest FIFA 23. Und jetzt oh, ein Kopfball von der Dame. Aber das, ja, man sieht, die Kopfbälle sind nicht ihre Stärke. Und der Tashi als Bronzespieler hat es hier schwer, aber er hat gute Chancen. Halbe Stunde rum, noch 0-0. Ich behaupte mal, ich hatte mehr Chancen. Den Ball hat die Abwehr. Vorne jetzt die Ball. Den Ball nochmal zurück. Gucke. Fackeln hier zu lange, aber... Tashi! Und der vergibt die Chancen leider. Ich dachte gerade, einer der Gegenspieler heißt Tripper. Oh, Trippier. 6 Torschüsse schon von Tashi. Ja. Der wird hier nicht nach Torschüssen bezahlt, zum Glück. Ich habe hier Oberwasser rein, spielerisch. Das muss aber nichts bedeuten, wenn man die Chancen nicht nutzt. Und der Gegner schießt zum Glück nie. Der rennt immer nur und passt dann quer und dann ist er mal weg. Martinez. Auch die Silberleute sind hier konkurrenzfähig mitunter. Tashi, faul! Da wurde die Dame gefault da oben. Frauenschläger hier. Dürfen nur Frauen Frauen faulen? Dürfen Frauen Männer faulen? Irgendwann wird er dann doch mal schießen und das 1-0 machen. Ja, aber da ist der Keeper. Der neue Keeper. Für ein Remis werde ich aber auch bestimmt schon ein bisschen mehr Punkte kriegen. Oh, den habe ich drin gesehen, aber zum Glück. Zum Glück ist dem nicht so. Kleine Frau Kögel da vorne gegen die ganzen Brecher, wobei auch da auch eine Frau in der Abwehr spielt. Frauen als Innenverteidiger zu nutzen, wird ja wahrscheinlich schon schwierig sein. Oder weibliche Torhüter, oder wie ist das? Oder ist das dann vielleicht unrealistisch, dass sie doch nutzbar sind? Oder wäre das in der Realität auch kein Problem? Im Sturm sieht man jetzt ja schon häufiger die Damen. Weg. So, es wird jetzt, glaube ich, gepfiffen. 0-0 zur Halbzeit. Ich halte hier die 0. Ja, schon mal schlechtere Leistung gezeigt. Meine Mannschaft wurde ja auch verstärkt auf verschiedenen Positionen und die ist auch hübsch. So. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Anstoß. So. Knoche. Martinez. Da ist Platz auf dem Flügel. Und die Dame. Ah, ich hab mal angeschnitten, geschossen, aber der war. Das war nix. Ich glaube, die Frau Kögel ist mein Liebling. Kauft mir ein Trikot von ihr. Und die Dame geht durch und macht ihn rein, da ist das 1-0. Bullshit. Jetzt haben wir ein Problem. Die ist da wie ein Wirbelwind durchgerannt und nagelt ihn dann rein. Jetzt haben wir natürlich besonderen Handlungsbedarf hier. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. Baltimore. Die ist in der ersten Halbzeit nicht so in Szene gesetzt worden, habe ich den Eindruck. Aber den Ball kann er abfangen.
Geballte Frauenpower hier in der Offensive. Frau Popp. Ja, mal wieder habe ich lange die Null gehalten. Gucken, ob wir hier wenigstens ein Ehrentor schießen. Also, wir liegen ja nur ein Tor hinten. Noch ist hier noch lange nicht das Spiel gelaufen. Irgendwie den Ausgleich machen. Ah, gut verteidigt. Und da ist sie. Tashi, der hat natürlich scharf geschossen in der ersten Halbzeit, aber ohne Erfolg. Aber er ist halt auch ein Bronzespieler. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Noch nicht viel Qualität auf der Bank. Aber ich sollte trotzdem gleich mal wechseln. So, jetzt. Jetzt. Jetzt der Schuss. Ah. Sehr gefährlich. Der war nicht schlecht. Das war vielleicht die größte Chance bisher. Oh, der spielt aber auch wilde Pässe da. Mitunter. Aber wir sind zumindest wettbewerbsfähig hier in diesem Match. Ist ja schon mal was anderes nach den ganzen Kanter-Niederlagen zuletzt. Coman werden wir natürlich nicht mehr lange haben, dann brauchen wir auch Ersatz bald. Pop. Das könnte vielleicht was werden. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Ich sollte mal die Wechsel schon mal vorbereiten. So, hier. Kögel. Christine. Was sehen? Ah, hätte ich querpassen sollen, aber ich dachte, ich mache es selber mit ihr. Aber wir kommen nicht am Keeper vorbei. So, die Gräve können wir bringen für Haberer. Mann geht raus, Frau kommt rein. Die anderen sind zu schwach. Die anderen sind ja deutlichst stärker. Ich will jetzt keinen einwechseln, der 20 Werte schlechter hat. Koke ist ja einer meiner besten. Ich glaube, da können wir jetzt nicht viel wechseln. Wir haben ja auch fast nur zentrale Mittelfeldspieler. Auf der Bank, ja, ZM. Wir haben nur zentrale Mittelfeldspieler und den Villacorta. Das bringt uns nichts. Die sollte ich nur bringen. Ja, was soll ich mit solchen Spielern? Man spielt von vornherein doch nur mit Goldspielern. Warum gibt es Bronze- und Silberspieler dann? Bronze- und Silberspieler dann überhaupt? Für Squad Battle und gibt es nicht spezielle Modi, wo man die Bronze- und Silberspieler auch nutzen muss? Gibt es doch bestimmt auch, oder? Weil sonst wären die ja echt... Ich sehe jetzt schon ausschließlich Gegner, die komplett Goldmannschaften haben. Ich spiele mit ein paar Bronze- und Silberspielern, weil ich halt noch keine Alternativen habe. Aber gut, irgendwann laufen ja die Verträge aus. Bei NBA 2K haben die Verträge weggemacht. Das fand ich total daneben bei dem vergleichbaren Modus. Hier ist man dann ja vielleicht mal irgendwann gezwungen, auch etwas schwächere zu nutzen, um die Verträge zu sparen. Aber man kriegt ja wahrscheinlich genug Verträge. Und da ist das 2-0. Wahrscheinlich sind die Silber- und Bronzespieler auch nur Spielerei für einige Liebhaber oder wie. So, ich stelle einfach mal auf sehr offensiv in der Hoffnung, dass wir hier nochmal zurückkommen können. Dafür brauchen wir aber ein schnelles Anschlusstor. Ich meine, wir hatten ja durchaus was vom Spiel. Zahlreiche Chancen gehabt. Aber es hat dann nicht sein sollen und... Ich fürchte, wenn ich jetzt hinten aufmache, dann klingelt es jetzt noch mehrmals. Ganz alleine. Jo, mit Ansage. Kann ich ja doch mal wechseln, um einfach mal ein paar andere Spieler auch auszuprobieren. Oder ist das dann Vertragsverschwendung? Werden die Verträge nur genutzt, wenn man die Spieler einwechselt? Oder gehen die Verträge auch weg, wenn man sie auf der Bank sitzen hat? Aber ich möchte einfach mal ein paar andere Leute noch sehen. Ja, jetzt hier, komm an. Wenigstens ein Tor müssen wir hier machen. Ah. Das Tore schießen uns hier so schwerfällt. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich einen Konter nach dem anderen. Wir haben ja auch öfters Platz hier. Da ist durchaus Raum. Ah. Ja, mit dem Bronzespieler kriegen wir die Schüsse nicht rein. Und wir Korter für Pellegrino. Heil für Koke. Ja, andere Position habe ich gar nicht auf der Bank.
Hallo, was muss der denn jetzt hier so? Da bin ich das der. Ja, ich. Nee, so, ich war der Langsame. Es gibt einen Wechsel. Es gibt Müssen wir jetzt mal irgendwie ein Tor hier machen. Jetzt kann der Konter kommen. Der kontert mich jetzt hier in Schutt und Asche. Jo. Ist das Ergebnis auch am Ende sehr deutlich. Aber wir haben das Spiel ja gesehen. 4-0. Ich habe jetzt natürlich auch hinten komplett offen. In der Hoffnung, mal selber noch ein Tor zu schießen. Ich glaube, jetzt geht hier nicht mehr viel. Auch Christine ist hier nicht in der Lage gewesen, das Tor zu machen. Jetzt hier vielleicht nochmal. Schade, Ball ist weg. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Pop. Bernardo Silva, macht er den. Gut reagiert. Komm, bitte pünktlich abpfeifen. Die Messe ist gelesen. Ich habe auch hier kein. Obwohl, ich hatte durchaus eine Chance gehabt. Gerade als es 0-0 stand, hatte ich ja zahlreiche gute Chancen. Die erste Halbzeit war dann auch besser als die zweite. Natürlich. Aber seit dem 0-1, dann, ja, es ist wie im DFB-Pokal, wenn dann das erste Gegentor fällt, dann ist es oft schwierig noch wieder. Oh, jetzt habe ich noch einen Elfmeter verursacht. Oh, ist kein Elfmeter. Freistoß. Gucken, was Herr Tripper daraus macht. Oh, Pfosten. Der war nicht schlecht. Vielleicht haben wir einen Angriff noch drin. Nee, ist der Ball wieder weg. Feierabend. Aber ich hoffe, dass ich jetzt irgendwelche Belohnungen bekomme. Ein weiteres Spiel würde ich hier noch gerne machen in diesem Video. Wir bekommen 447 Münzen. Diese Quali-Punkte, da kommen wir nicht voran mit Niederlagen. Jetzt haben wir 3 Spiele gespielt. Alle verloren. Brauchen 3 Siege für einen Wochenbonus. Hier auch jetzt keine Ziele erreicht, offenbar. Doch, aber hier sind doch Grundlagen, die ich erreicht habe. Aber warum wird mir das nicht oben angezeigt? Normalerweise müsste da noch bei Ziele so ein roter Kreis sein. Hier ist jetzt zum Beispiel was erreicht. Da sehe ich jetzt hier, weil ein roter Kreis bei Kaderverbesserung ist. Aber es wäre übersichtlicher, wenn schon ein roter Kreis bei Grundlagen wäre. Egal, wir haben hier Schließe, SBC, obwohl das war hier schon länger scheinbar der Fall. Aber trotzdem, ein gemischtes Anpassungspack. Das war jetzt scheinbar nicht durch, das hatte ich scheinbar durch SBC bekommen. Auch hier ist was, warum muss man sich das jetzt hier ersuchen? Ein Rasenmäher-Pack. Ich habe ja hier den Rasenmäher-Simulator schon mal gespielt. Fangesang-Pack. Achso, weil ich Rasen gemäht habe, oder was? Oder ist das doch übersichtlicher und ich bin nur blöd? Ich gucke jetzt aber hier vorsichtshalber mal durch, bevor ich was übersehe. Aber ich glaube, das sind auch keine Packs, die mir jetzt weiterhelfen. Das ist nur Kosmetik. Ja, scheint so. 1200 Münzen. Das heißt, man soll keine Münzen ausgeben, aber was soll ich denn da mit den Münzen sonst machen? Transfermarkt habe ich keinen Bock drauf. Für mich ist das Wichtige, ich bin ein Sammler, ich bin großer Fan auch von Trading Cards generell. Für mich ist das Pack öffnen wichtig, deswegen möchte ich keine Spieler einfach nur kaufen. Das mag zwar sinnvoll erscheinen, aber das ist für mich der absolute Spielspaß. Ich will nicht sagen Spielspaß-Killer, aber das möchte ich nicht machen, weil ich möchte Packs öffnen. Möchte den Reiz haben und nicht gezielt Spieler kaufen. So, wir haben jetzt hier die beiden Packs, die mache ich einfach mal auf. Fangesang-Pack. FC Bayern München, passt ja zu unserem Logo. Stern des Südens oder was wird da gesungen? Kann man sich das hier schon mal anhören? Jetzt habe ich es einfach weggeschickt. Und irgendwas Nottingham war auch noch.
Da haben wir hier gemischtes Anpassungsset. Da sind aber keine Spieler drin, oder? Items. Aber die Spieler gelten auch als Items, oder? Scheint ja doch jemand drin zu sein. Nein, weiß und schwarz. Schwarz und weiß. Wir spielen in euren Farben, oder wie heißt es? Und wir holen den Sieg für euch. Oliver Pocher. Cyan Blau, Hellgrün, Nimwegen-Trikot. Pistaziengrünes Tornetz. Das ist doch, das wird jetzt hier den Unterschied machen. Das pistaziengrüne Tornetz, FC Liverpool Stadionthema und sind Trüdense VV. Ich habe 1236 Münzen. Dafür kann man sich nur Bronze-Packs leisten. Das bringt uns nicht viel, weil da nichts drin ist, was wir haben wollen. Aber alles andere ist schweineteuer. Ich spare trotzdem mal die Kohle. Ich gebe hier kein Echtgeld aus, auch wenn ihr das gern hättet. Und wir spielen einfach mal. Vielleicht sollte ich diesen Modus doch mehr streamen. Das werde ich aber erst machen, wenn dieses, wenn das Spiel regulär spielbar ist, wenn dieses Preview abgelaufen ist, weil ich habe ja nur ein paar Stunden noch. Möchte auch die anderen Modi noch bedienen. Ich spiele jetzt einfach nochmal Rivals. Ich werde da jetzt noch nichts wieder an meinem Kader ändern können. Und hoffe einfach mal auf den Gegner. Ich habe ja, wie gesagt, gerade auch ganz gut mitgehalten über weite Strecken. Gucken, wie es jetzt laufen wird. Wenn die Ping hier angeblich so schlecht ist. Obwohl, jetzt ist sie grün. Achso, ich muss auch weiter drücken, ja. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter Liebe Löwen gegen Kappe FC, Ipswich Town. Oh, surprise, surprise, nur Golfspieler, sogar hier. Gullit. Legende. Auch das wird schwierig. Er lacht bestimmt, wenn er meine Truppe sieht. Viele Frauen aber auch. Ich bin ja ein Fan von Frauen generell. So. So werden die Gastgeber beginnen. Giftgrün. Gucken, wie lange wir hier mithalten. Der Tashi ist natürlich schwierig mit dem Bronze-Kappenkerl. Klingt doch deutsch. Jemand, der deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Auch ein Xbox-Spieler. Jemand, der Xbox nutzt, kann kein schlechter Mensch sein. Afro-Man hier im Mittelfeld zieht die Fäden. Raum. Jetzt Absoba. Gucken, wie lange wir hier die Null halten. Castils, den habe ich ja bei. Kicker-Manager-Spiel. Jetzt können wir wieder reingucken, wie jetzt heute die Bundesliga lief. Svenja Hut. Svenja. Ah, hier ist Afro-Man. Die Chance hier. Und da ist schnell das 1-0 gefallen. Diesmal hat es keine 6 Minuten gedauert. Jetzt mal ein Zeichen. Inatale, ja. Aber jetzt einmal ein anderer Spielverlauf. Jetzt müssen wir uns hier nicht, können wir uns hier nichts auf unser 0-0 einbilden. Wir müssen von vornherein. Gut, im letzten Spiel haben wir natürlich auch die ganze Zeit versucht, ein Tor zu erzielen. Ist ja nicht so, als hätten wir gemauert. Von daher. Aber jetzt ist hier schon direkt der gewisse Zugzwang, definitiv ein Tor schießen zu müssen, um hier zumindest ein Remis zu holen. Gucken, ob ich dann nach dem Spiel irgendwelche Achievements unlocked habe. Ansonsten muss man einfach grinden. Das ist im Moment noch schwierig bei der Preview-Version. Kann man es ja kaum erwarten, die richtige. Könnte natürlich auch dieses komplette EA Play-Abonnement abschließen, aber ich glaube, das war auch zu viel. Man hat schon so viele Abos am Laufen hier. Coman! Coman! Den habe ich nicht mehr lange. Coman, den kenne ich natürlich noch von FIFA 23 beim FC Bayern. Jetzt Christine! Oh, Christine schafft es nicht. Castels. Ich komme nicht an den Torhütern vorbei. Tashi. Aber wir sind im Spiel drin. Solange es nur ein Tordifferenz ist. Frau Hut, Svenja. Bist du Single? Sorry, wenn ich so direkt frage. Kappenkerl. Masraoui. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Gute Abwehr.
Come on. Einer der wenigen, die hier wirklich komplett konkurrenzfähig sind. Aber wenn das wirklich nach in den ersten Spielen schon so ist, das lässt mich ja wirklich die Existenz der Bronze- und Silberspieler anzweifeln. Aber klar, die muss man natürlich integrieren. Man kann ja nicht nur Champions League-Teilnehmer hier reinpacken. Aber werden die dann wirklich genutzt? Gibt es eine reine Bronze-Silber-Liga oder ist das reines Squad-Building? Material. I'm a Material Boy. So, Kappenkerl. Er hat den Ball. Gute Aktion. Das ist früher 1-0. Ließ die Vermutung aufkommen, dass er wahnsinnig gut ist, aber seitdem finde ich jetzt gar nicht, dass er so viel besser ist als jetzt zum Beispiel der letzte Gegner. Es hat halt nur nicht so lange gedauert, bis er mal das Tor getroffen hat. Und solange ich jetzt hier nicht auf sehr offensiv stelle, bin ich auch hinten noch einigermaßen stabil. Kriege ich jetzt vielleicht auch irgendwann mal einen rein da vorne. Aber die Stürmer, ich scheitere immer an den starken Keepern. Svenja. Die Natale. Sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich? Ball ist bei Julian Brandt. Da ist die Chance. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ecke in die Mitte. Kögel. Christian Kögel. Kögel. Hallo, Foul, Frauenschläger hier. Die Gastgeber sind in der letzten Viertelstunde ziemlich überlegen, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik ansehen. Und ich glaube, wenn sie diese Dominanz, diese guten Chancen auch endlich mal nutzen. Oh, warte, was für. Ah, wo schießt er denn in Richtung Eckfahne? Und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Nach wie vor nur 1-0. Lukeba. Nusay Masraoui. Gesundheit. Vielleicht den ja bei Bayern auch genutzt, aber der Vorne in Kombination mit dem Vornamen. David Raum. So, ja. Sie kommen, Sie greifen an und jetzt schauen Sie. Wo sind die Anspielstationen? Afro Man. Oh, der Keeper hält. Fragen uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Das ist ja gar kein Afro. Aber Ecke ins Zentrum. Bob Marley. Weg, weg, weg! Er legt unser eigener Mann ihm quasi das 2-0 auf. Rüd vom Mond. Jetzt ist es natürlich schwierig. Ich stelle aber nicht auf sehr offensiv und hoffe, dass wir irgendwie das 2-1 kriegen. Christine, machst du denn? Muss ich den Heiratsantrag wieder zurücknehmen? Sie können sich befreien, tolle Aktion. Hallo, der hat schon gelb. Martinez. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Jetzt eine Chance. Ah, nicht schlecht. Hier wieder ins Spiel reinzukommen, aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch. Treffen das Tor nicht. Schießen wir heute einmal ein Tor wenigstens. Wir brauchen eine Verstärkung im Sturm, das ist leider so. David Raum. Jetzt Tabsoba. Ist die eine Stürmerin eigentlich wieder gesund? Wie ist die Frau Bücher, Büchler? Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Julian Brandt. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Was rufen die Fans? Bu oder Bu Ernst? Pause. Gleich machen wir hier weiter. Noch sind es nur zwei Tore. Mach hinne. Durchgang 2 läuft. Auf außen ist Platz. Jetzt bringt sie den Ball in die Mitte.
wenigstens mal ein Tor schießen heute. Ich werde hier die Szene erstmal zu Ende. In diesem Part kein weiteres Spiel mehr machen. Vielleicht noch gleich ein bisschen Squad-Building. Platz auf außen. Wir wollen wenigstens ein Tor hier sehen. Also von uns. Da verlieren sie den Ball. Da mehr die Dame gewesen. Ist aber auch zwei Köpfe größer als Christine hier. Schöner Heber. Könnte gefährlich werden jetzt. Antonio Di Natale. Ja, die Abwehrvogel wild und er macht ihn rein. Wieder darf gejubelt werden, die Führung da mit drei Tore. Ich glaube, fast passiert nichts mehr. Ja, ich werde hier aber weiterhin tapfer meine Kanter-Niederlagen. Ist das überhaupt ein Wort? Man sagt ja eigentlich nur Kanter-Sieg. Auf jeden Fall die haushohen Niederlagen werde ich weiterhin tapfer einstecken. Auch wenn sie mich jetzt hier wahrscheinlich ermutigen wollen. Echt Geld zu investieren. Das werde ich nicht tun. Noch. Wenigstens jetzt hier mal ein Ehrentor. Christine. Klasse Chance jetzt. Ah, zu lang gefackelt. Eckball jetzt. Eckball. Ball ist weg. Ist hier immer noch am Ball. Und jetzt die Chance. Da ist mal ein Tor. Tormusik haben wir hier noch nicht. Wenigstens mal, da ist das Spiel ja auch wieder ein bisschen offen. Christine hier mit dem schönen Assist. Koke trifft zum ersten Mal. Hier ist noch über eine halbe Stunde zu spielen. Wenn wir jetzt hier gleich das 3:2 machen, dann geht es hier nochmal von vorne los quasi fast. Flanke kommt in die Mitte. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Christine! Ach. Di Natale. Neuer Vorsitzender des Christine Kögel Fanclubs. Und da ist jetzt Rüd. Er scheitert am Keeper. Das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten. Und natürlich gut reagiert. Das war knapp. Zwei Aktionen wie beim Volleyball gerade hier. Miller Superstar hier bei uns im Tor. Kann lachen wie die Sonne über Uchiyama. Pellegrino und Christine alleine gegen die ganzen Giftgrünen. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. Der Ballverlust. Niemand kann sie stoppen. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Schöner Pass jetzt. Ah, der Steilpass kommt gut. Weg, 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 weg. Den hat das oh. Puh. Fast die perfekte Vorlage. Aber hier sind noch 20 Minuten. Wir haben jetzt das 4-1. Was? Es müsste nicht Elfmeter geben. Flanke kommt nach Eden. Boah. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Aber er kann aufatmen. In dieser Szene wird erstmal nichts. Oberdorf. Sie holen sich den Ball. Ich freunde mich ja jetzt auch mit den Spielern an. Ich möchte sie vielleicht gar nicht mehr ersetzen. Auch wenn ich so wenig Chancen habe. Ich wechsle aber mal zumindest einmal oder zweimal. Bringe Frau Gräve für Haberer. Ansonsten bieten sich die Wechsel halt nicht wirklich an. Sie wechseln. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Frau Gräve. Auch nicht schlecht. Ist noch frisch. Sind sie Single? Oh. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Martinez.
Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Können Sie jetzt klären? Die Natale. Und da kommt er an den Ball. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Und da verlieren sie den Ball. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Er zwingt diesen Ballverlust. Den Ball darf rennt ins Aus. Also, das ist zumindest keine so super krass eindeutige Niederlage. Da bin ich ja jetzt im Gegensatz nochmal zurückgekommen. Während es ja sonst meistens eher andersrum lief, dass ich lange mitgehalten habe und dann am Ende unterging. Aber ich denke, für ein wirkliches Comeback fehlt jetzt einfach die Zeit. Vielleicht können wir jetzt noch ein schnelles 3:2 erzielen und dann kann ich für nichts garantieren. Nein, wenn der jetzt reingegangen wäre, dann wäre ich mal wieder Nostradamus gewesen. Aber leider schießt die Dame vorbei. Und dann wird uns jetzt hier in jedem Fall die Zeit fehlen. Aber vielleicht können wir trotzdem nochmal den Anschlusstreffer erzielen. Ah, auch das ist eine gute Chance. Dann ist jetzt die reguläre Spielzeit leider vorbei. Die Damen kriegen den Ball leider nicht ins Tor. 2 Minuten Nachspielzeit, dann wird jetzt hier in diesem Spiel, es sei denn, ich kassiere jetzt hier wieder ein auf die letzten Meter hier. Was war das denn für ein Tor? Das war doch geplant. Das war mit Absicht so. Ja, 4:1. Mit dieser Truppe kann ich leider nicht genug Tore schießen. Zumindest haben wir mal einen Ehrentreffer erzielt. Kriegen aber auch nur 462 Münzen. 40 für die Tore, 73 für die Passgenauigkeit, 42 für Ballbesitz, 6 Münzen für erfolgreiche Zweikämpfe, 141 und so weiter. Da können wir uns nicht viel für leisten. Wir gucken mal und hoffen, dass wir zumindest irgendwelche Ziele erreicht haben. Aber wie kann man denn hier einen Kickstart quasi bekommen? Wo haben die anderen denn die ganzen Leute, Spieler? Haben die alle schon 1000 Spiele gemacht? Wir haben 5, jetzt haben wir 4 Aufgaben abgeschlossen, steht da. Okay, jetzt steht ja auch 4 Ziele. Komisch, das hier. Warum werden die 4 Ziele da jetzt angezeigt, aber andere wurden da nicht angezeigt? Ich verstehe es nicht ganz. Jetzt haben wir hier 5 Online-Matches. Dafür kriegen wir Elektrum-Anpassungspack. Elektro-Pokémon drin. Hier kriegen wir 2 seltene Goldprofis. Untauschbar. Das ist natürlich, das klingt doch schon mal genau nach dem, was wir brauchen. Und was für Aufgaben haben wir denn noch abgeschlossen? Hier haben wir XL Choreo Pack. Ja, das ist jetzt wieder Smoke and Mirrors, was uns nicht so viel hilft. Was wir natürlich auch annehmen. Und hier kriegen wir nochmal 500 Erfahrungspunkte. Dafür kriegen wir 100 Münzen. Wir brauchen noch 200 Erfahrungspunkte, dann kommen wir auf irgendein nächstes Level oder wie. Dann kriegen wir hier die Frau Rodman. Die greift immer viele Rebounds, habe ich gehört. Frau Pippen und Frau Jordan kommen auch noch irgendwann. So, andere Aufgaben haben wir jetzt nicht mehr erfüllt, oder wie? Dann öffnen wir die Päckchen mal noch. Wie an Weihnachten, nur dass es jetzt nicht so viel gibt. Ein Elektrum-Anpassungspack, klein. Das ist da, wo drin ist. St. Pauli Auswärtstrikot. Und Torwarttrikot und Feldspieler auch. Spezia, Ajax, St. Pauli, Hold On, Tor Sounds, Altai und Real Salt Lake. Also gibt es auch Tormusiken im Spiel. Wahrscheinlich nicht, keine lustigen. So, das bringt uns alles nicht viel. Jetzt haben wir hier ein XL Choreo Pack. Bringt uns wahrscheinlich auch nicht viel.
XL Choreo Schweden. Riesige Schwedenflagge. So. Warum nicht? Schweden ist sympathisch. Zwei seltene Goldprofis. Jetzt ist natürlich interessant her. Wir haben Pepe. Wertung von 80. Linkes Mittelfeld. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade. Und auch D'Angelo. Eine Kanadierin. Nice. Eine Torhüterin. Sind die weiblichen Torhüter denn auch wirklich konkurrenzfähig oder ist das aufgrund ihrer Körpergröße schwierig? Ich weiß ja nicht, wie groß die Frau ist. Ich werde sie aber einfach mal einsetzen. Ist auch hübsch. So. Squad Battle könnte ich ja noch machen. Habe ich ja noch gar nicht gerade. Habe ich immer schon mal dran gedacht, aber. Falls ich da noch was gerade zu tun habe. Grundlagen 2. Landesruhm, 3 Profis aus demselben Land. Da weiß ich ja immer noch nicht, ob ich brauchte. Fehlte noch ein Engländer, ne? Haben wir den jetzt? Ne, ist kein dritter Engländer. Wen können wir denn nutzen hier? Ich fürchte, das kriegen wir noch nicht hin. Gehen wir das alle gemeinsam. Tausche eine Mischung aus seltenen und häufigen Profis unter einem bestimmten Gesamtwert, die alle aus demselben Land kommen. Ich möchte das selber aufbauen, das ist lustiger. Selten maximal 2. Teamgesamtwertung maximal 90. Profis aus demselben Land, derselben Region, genau 4. Und genau 4 Spieler. Und genau ein Torhüter. Peng Peng. Habe ich denn 4? Ich habe nicht 4 aus demselben Land, oder? Habe ich nicht. Da werden wir wohl auch nicht zum Abschluss kommen. Vielleicht können wir andere Grundlagen. Die sollten uns vorher sagen, was wir hier erfüllen können. Tausche einen IV-Profi und einen ZM-Profi aus derselben Liga gegen einen Bonus. Aus derselben Liga. Jetzt würde ich vielleicht doch den Assistenten nutzen. Geht, glaube ich, schneller. Aber wie mache ich das jetzt noch nachträglich? Die Liga ist hier eng 4, out 1. Eng 3. Ger 1. Aber ich will ja auch nur die Bronzespieler tauschen. Nor 1. Die Qualität der Spieler ist egal, oder? Wen haben wir denn hier überhaupt? Haben wir gar nicht so viele. Eng 3. Espanyol 1. Haben wir hier Espanyol 1 in der Innenverteidigung? Aber die Frauenliga ist eine andere, oder? Espanyol 1, Maria. Gilt sie denn? Aber es muss doch eine andere Liga sein, oder zählt es? Ne, es zählt nicht, es ist eine andere Liga, es ist eine Frauenliga. Ansonsten würde es passen. Wen hatten wir denn noch? Hatten wir dritte englische Liga? Erste irische Liga. Dritte englische Liga. Thompson. Homer Thompson. Halt. Wo ist denn der Thompson jetzt? Warum ist er denn jetzt nicht mehr da? Das waren gar nicht die von der Position. Erste kroatische, erste portugiesische. Da habe ich gerade nichts, was ich nutzen kann. Tausche 3 Profis aus 2 verschiedenen Ligen gegen einen Bonus. 2, das.
können wir doch wahrscheinlich machen. ZDM. Müssen genau zwei Ligen sein. Deutsche zweite Liga, da habe ich doch bestimmt mehr. Hier, der von Nürnberg. Da müsste ich Tashi wegtauschen. Der hat zwar gerade gespielt, aber er hat ja auch kein Tor getroffen. Ja komm, da muss er leider gehen. Es tut mir leid. Dann brauchen wir jetzt hier noch irgendwen. Shepard. So, dann geht einer meiner Favoriten. Muss leider direkt gehen, aber das Business ist hart. Dafür kriegen wir ein neues Premium-Bronze-Pack. Die Herren werden gehen. Den Tashi muss ich dann auch wieder rausnehmen, sonst ist das hier wieder eine Kollision mit dem Dream Team. Das Bronze-Pack machen wir mal direkt auf. Im Bronze-Pack ist auch ein Silberspieler drin, oder? Girondin Bordeaux. Bonjour. Nein, das ist ein Bronzespieler. Das ist eine Frau. Herbert. Herbert. Halt es raus. Würdet ihr eure Tochter Herbert nennen? Ballobite, Fernandes, O. Melberg. Profiverträge, St. Johnstone, Dortmund 2, Trikot, Motherwell. AIK, Choreo, Vittoria, SC, Thema. Ich habe natürlich jede Menge Kram, den ich mal auf die Transferliste packen könnte. Ich nutze die Transferliste lieber als Verkäufer. Hm. Habe ich jetzt natürlich einiges, was ich verticken könnte. Aber ich gucke erstmal, ob ich hier vielleicht noch was machen kann. Länder, tausche einen Teuter-Profi und einen Sturm-Profi aus demselben Land. Haben wir da einen Engländer? Koreaner? Türken? Ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Fortgeschritten, tausche drei Profis aus zwei verschiedenen Ländern gegen einen Bonus. Nutze meinen Assistenten. Was bietet er mir denn an? Das war ein bisschen witzlos, dass man. Ich tausche doch nicht die Christine. Der Assistent empfiehlt mir dann wieder so eine Scheiße. Erstmal sind die Regeln da nicht erfüllt und zweitens will ich doch die Frau Kögel nicht tauschen. Arschlecken. Machen wir nicht. Gucken wir mal bei Grundlagen 4 rein. Tausche ein Team ein, das Liga- und Nationschemie kombiniert. Das klingt schon so kompliziert. Tausche 5 Spieler ein, die insgesamt 10 Chemiepunkte haben. Ich nutze meinen Assistenten. Kann man dem nicht sagen, er soll die so schlecht wie möglich aufstellen, dass die guten Spieler erstmal nicht genutzt werden. Aber er kann hier vielleicht schon mal die Grundlage. Ich tausche hier doch nicht meine ganzen Blondinen weg. Die ganzen hübschen Frauen. Die Chemie stimmt auch nicht. Nein, machen wir nicht. Vielleicht brauchen wir erstmal mehr Material hier. Ich kaufe mir mal. Ich möchte jetzt noch was aufmachen, da bleibt mir nur das Bronze-Pack. Ich möchte ein paar Paderborner. Das ist wie ein Getränkemarkt. So, Stall, Mirnet, Kuchalski. 61. Für Squad Building. Bai Young. Murphy. Dropkick Murphy. Dumrad von St. Gallen. Grüße nach St. Gallen. Manager und Profiverträge. Barrow. Wappen. Leverkusen Choreo und eine Rangers Choreo als Duplikat. Die können wir auf die Transferliste packen. Ich würde ja eigentlich lieber Duplikate auf die Transferliste packen, aber ich kann auch erstmal die Sachen auf die Transferliste packen, die ich sowieso niemals nutzen werde. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein bisschen hier aktiv werden. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Wie mache ich das denn? Ich packe jetzt auch erstmal ein paar Leute, obwohl die Spieler kann man ja alle noch gebrauchen. Ich würde gerne so Items verticken. Wo haben wir die ganzen diese Items denn? Stadion. Verein. FC Bayern München. So, die anderen Wappen. Die würde ich ja jetzt gerne mal hier verticken. Die sind zwar schön für die Sammlung, aber das Spiel bietet mir keine ordentliche Sammlung. Also
Deswegen, wenn ich jetzt trotzdem die verkaufen, die ich nicht brauche, Stockport, kann nicht deaktiviert werden. Ich möchte es auch nicht deaktivieren, ich möchte es verkaufen. Preisvergleich. Warum kann ich das nicht auf dem Transfermarkt anbieten? Ach, jetzt habe ich das als aktuelles Wappen ausgewählt. Nur Stockport, so. Aktion. Warum kann man das nicht verkaufen? C-Founder. Kann man die alle nicht verkaufen? Das hier können wir verkaufen. Das biete ich einfach mal an auf dem Transfermarkt. Startpreis 150, Dauer eine Stunde. Gucken, was wir dafür kriegen. Dieses Item ist offiziell live auf dem Transfermarkt. Es wird eine Transaktionsgebühr berechnet, die 5% des endgültigen Verkaufspreises beträgt. So. Bradford City. Können wir auch nicht versteigern. Ich verkaufe nur die, die wir verkaufen können. Die anderen können wir alle nicht verkaufen. Dann ist es halt so. Können wir ein paar Trikots verkaufen? Warum können wir die alle nicht verkaufen? Woran sieht man denn, ob man die verkaufen kann oder nicht? Muss man die erst aktivieren? Was heißt jetzt aktivieren? Dann tragen wir die auch. Nein, ich möchte lieber Saarbrücken tragen. Saarbrücken können wir verkaufen. Warum können wir denn das, was wir als allererstes bekommen haben, schon verkaufen? Dann ist es halt so. Auswärtstrikots. Ball. Knutscher, ein Knierutscher. Struktur, Stadionfarbe. Pink. Sitzfarbe. Pistaziengrün. VIP-Bereich. Haben wir nichts. Oh, sorry, da ist die Aufnahme gerade unterbrochen worden. Ich habe nur ein bisschen bei meinem Stadion eingestellt und ein paar Sachen auf den Transfermarkt gepackt, die man auf den Transfermarkt packen konnte. Das ist jetzt, glaube ich, nicht besonders der Rede wert gewesen. Wir gucken mal in einer Stunde. Vier Sachen im Verkauf. Hier, das Rangers-Ding, das müssen wir doch auch noch verkaufen. Transferliste. Biete Items an, verfolge aktive Transfer. Setze Items auf die Transferliste, um sie für einen Verkauf vorzubereiten. Von hier aus kannst du sie wieder in deinen Verein zurückholen oder sie auf dem Markt anbieten. Zum Markt hinzufügen. Wenn du bereit bist, das Item anzubieten, kannst du Verkaufsdauer, Startpreis und Sofortkaufpreis festlegen. Beobachten, abrufen, verfolge den Status hinzugefügter Items live. Rufe Münzen verkaufter Items ab oder aktualisiere abgelaufene Angebote. Da kann man sich auch so eine Handy-App für installieren, wo man das mitmachen kann. Jetzt bieten wir das hier auch noch an. Das meiste, was wir hatten, konnten wir auch gar nicht anbieten. Gebote gibt es auch noch nicht. Mal gucken, ob wir was dafür bekommen, ob das überhaupt jemand haben möchte oder ob das jeder schon in tausendfach selber hat. Ja, es geht mühsam voran. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der Modus mich vielleicht nicht doch wieder verloren hat, weil es dann irgendwie doch zu grindig wirkt. Wenn das ein deutsches Wort ist. Ich habe das Wort jetzt erfunden. Ja, ich mache trotzdem mal weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. Ob ich am Ball bleibe oder die Lust verliere. Tschüss und macht's gut.